Ja, hallo liebe Weinfreunde. Heute möchte ich euch das erste Mal was über das Weingut Rings erzählen. Wir haben da schon eine sehr, sehr lange Verbindung. Das ist jetzt nicht erst neu. Aber vielleicht hole ich mal ein bisschen aus, bevor ich mit dem Wein anfange, weil das eigentlich eine ganz schöne Geschichte ist. Ich habe die Weine von Rings immer schon sehr gerne getrunken. Die waren da aber zu dem Zeitpunkt auch schon relativ bekannt. Und das war vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren oder sowas. Ich glaube, 6, 7 Jahre dürfte ungefähr her gewesen sein, wo wir das erste Mal aufeinander getroffen sind. Und da habe ich gedacht, so Mensch, die sind so jung und schon so erfolgreich, die sind wahrscheinlich schon total versaut. Da klopfe ich gar nicht erst. Ne? Ich als zwar Spätburgunder-Enthusiast, aber trotzdem auch irgendwie gedacht habe, so, ja, ich möchte mit Winzern zu tun haben, mit denen ich auch Spaß haben kann. Dachte ich, vielleicht sind die einfach schon so in dem Erfolgsstrudel durchgewoben, dass da sozusagen die hochnäsig wären. So habe ich mir das gedacht. Dann sind wir auf dem Rückweg von der Mosel, wo ich ja mein Weingut hatte, hat die Patzi mir gesagt, so, hör mal, du komm, fahr doch mal vorbei und guck doch einfach selber mal. Schau mal. Ja. Haben wir dann auch gemacht, sind wir hingefahren, haben mal geklopft, da war der Andi gerade da und es fing damit an, dass wir einen kleinen Spätburgunder bei ihm in der Probestube probiert haben. Und es endete damit, dass wir durch die Tiefen des Barriquelagers geklettert sind und mit dem Schlauch einzelne Pinots rausgezogen haben, um die unterschiedlichen Fässer zu verkosten. Also ich kann sagen, das war gesucht und gefunden. Das ist wirklich Brüder im Pinot-Blute, kann man sagen. Also das sind wirklich ich habe bei ihm beim ersten Moment gespürt, das ist jemand, der sich also ganz diesem Thema Pinot und dieser Rebsorte verschrieben hat mit Leib und Seele. Und das geht mir natürlich, da geht mir das Herz auf. Das geht ja genauso wie bei mir. Ne? Ich bin neben den Deutschen natürlich Burgund, aber gerade Deutschland liegt mir natürlich persönlich sehr am Herzen. Und wenn ich auf solche Leute treffe, die mit so konsequent und so, wie soll ich sagen, so ultra konsequent ihr Ding durchziehen und sagen, hey, es muss, Hauptsache geil, ich glaube, das ist das, was die Weinarbeit bei denen prägt. Also die sind so kompromisslos, das habe ich persönlich noch bei keinem anderen Weingut so erlebt, dass sie zum Beispiel 2016 gesagt haben, okay, wir machen kein großes Gewächs, VDP, sondern wir schütten unsere GGs komplett in die Ortslage rein. Das ist schon, weißt du, dazu gehört Huspe. Man verzichtet ja auch auf Kohle. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, ne, wer wird das schon machen? Die beiden machen das. Das ist so genau das, wo ich sage, hey, die sind so konsequent bis heute so geradlinig dahin gekommen, wo sie jetzt sind. Da kann kein Neider kommen und sagen, hier, das hätte ich auch gekonnt oder so. Nein, die haben sich da hingestellt und haben es halt gemacht. Und das finde ich so geil. Ja? Das zollt mir so viel Respekt ab. Und ich meine, ich bin ja auch einer, der seit 6 Jahren die Pinots geschmacklich verfolgt und auch die Entwicklung in jedem Glas schmecke und spüre und so oft auch wieder überrascht bin darüber, dass sie sich auch teilweise in neuen Jahrgängen komplett neu erfinden. Ja, dass die einfach mal gegenüber dem Jahrgang davor, ich meine, ich kenne die Jahrgangstypizität und Sonne und so weiter, braucht mir keiner erklären, dass das einen Unterschied macht, wenn da zum einen zum anderen Jahrgang, aber wir reden hier nicht um nur so Nuancen, sondern wir reden über gravierende Entscheidungen, die man auch einfach mal treffen muss. Da muss sich auch einer hinstellen und sagen, so, ja, ich mache mir mal keine Sorgen, ob mein Kunde den Weg mitgeht, sondern ich habe eine Vision, ich will irgendwo hin. Ich habe eine ganz klare Vorstellung, dass wir mit unseren Weinen an die Spitze wollen, und zwar nach ganz oben. Und dafür muss man halt einfach mal ein bisschen kompromisslos sein. Und ich habe bisher noch kein Weingut erlebt, was wie die beiden so kompromisslos innerhalb der letzten 10 Jahre von
damals bis jetzt gewachsen sind. Das ist absolutes Chapeau von meiner Seite. Sowas habe ich bisher noch nicht erlebt. Werden wir wahrscheinlich auch so schnell nicht erleben. Deswegen ist ja das Schöne, dass der 2018er Jahrgang, den ich jetzt auch hier im Glas habe, den wir auch zusammen verkosten werden, und vor allen Dingen, wir verkosten den Einstiegsspätburgunder, den Gutsspätburgunder. Ja? Da müssen schon viele ganz schön lange für strecken. Wir verkosten also heute den Einstiegsspätburgunder, und die haben ja in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, die haben in diesem Jahr sowohl den Roten Riesen im VDP als auch die Rotweinkollektion des Jahres im Eichelmann gemacht. So. Der Rote Riese wird normalerweise, das ist ja so eine Art Verleihung für das Lebenswerk, um die besondere Leistung der Förderung des deutschen Rotweins. Winzer, die das verliehen bekommen, sind in der Regel, das sind Weingüter, die haben schon eine gewisse Generation, ein gewisses Alter in sich, haben sich besonders auch in der Vergangenheit schon, also so eine gewisse Entwicklungsspanne hinter sich gehabt. Ne? Knipser, Martin Wassmer, also da reden wir über Urgesteine, da reden wir über Jahrzehnte Arbeit. So, und jetzt kommen die beiden jungen Brüder daher und knallen ein Ding raus, und das erschüttert derartig die Pinot-Welt, dass man da nicht dran vorbeischauen kann, sondern dass sie auch noch einen Roten Riesen bekommen. Ich finde den Namen übrigens ein bisschen komisch. Aber gut, Roter Riese. Aber trotzdem absoluter Respekt, und ich bin auch der Erste, der sagt, die haben da sowas von verdient, was die jedes Jahr auf die Platte legen, hätte ich beinahe gesagt, sondern jedes Jahr ins Glas füllen. Das ist einfach Magie pur. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, wie die Entwicklung war. Wenn man die Entwicklung der letzten Jahre so steil und kometenhaft sich anschaut, was da passiert ist im Glas. Das ist Arbeit. Das ist nicht geschenkt. Das ist richtig harte Arbeit. Das sind krasse Entscheidungen. Die haben nicht umsonst das Kältehaus jetzt gebaut, damit sie um ihre Weinprozesse optimal die richtige Ausstattung haben. Und das merkt man jetzt dann auch in den neueren Jahrgängen sehr deutlich, dass da einfach richtig viel um den Wein passiert. Großartig. So, jetzt habe ich viel gefeiert. Jetzt schauen wir doch mal in den Gutsspätburgunder rein. Das ist sozusagen Entry Level für 11,95 Euro, also knapp über 10 Euro. Ist hier das Niveau. Ich habe den schon mal ein bisschen vordekantiert, weil das ist schon ein ziemlich großer Wein. Ja, alles, was die momentan anfassen, ist einfach schon relativ gut. Also wir haben hier Herzkirsche, wir haben wunderbare Frucht. Also das Ding springt einem quasi aus dem Glas in die Fresse. Herzkirsche, Wildpflaume, so ein bisschen Zimtrinde dabei, sehr mineralisch, mit einem moderaten Holzeinsatz. Und was ich sehr schön finde, was mich ja auch vom Burgund immer so begeistert, ist, wenn du schon so eine leichte Umami-Note drin hast, so ein bisschen was so von so einer Alge, oder manche sagen auch so ein bisschen, ja, so eingekochte Fleischknochen oder sowas. Das möchte ich jetzt nicht fehlinterpretiert wissen, sondern das hat sowas Fleischiges, so eine Fleischsuppenartigkeit. Burgunder-Fans werden mich vielleicht jetzt an diesem Punkt verstehen. Für manche mag das befremdlich klingen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Wein irgendwie zu fleischig ist. Der hat diese Fruchtigkeit, die Präzision, und die Säure ist wunderbar. Aber das ist einfach, das heißt, also, wenn da so ein Umami-Ton drin ist, das ist so Next-Level-Shit. Also da reden wir dann schon Friedrich Becker-Style und so. Das ist schon, da erreicht man dann, das ist sozusagen so ein bisschen so ein Adelstitel, finde ich persönlich. Und das ist hier im Einstiegsbereich. Also das begeistert mich dann auch total, wenn ich das dann schon in der 11,90-Euro-Klasse schmecke. Ne? So, die da drüber sind natürlich auch alle mit den Aromen ausgestattet. Aber wir haben noch nicht probiert. Ja, da geht einem doch einfach ein Lächeln übers Gesicht. Das ist einfach ein Wein mit viel, viel Freude. Wunderbar, vielschichtig. Und das würde ich dieses Jahr auch durch jede Stufe unterschreiben.
jede Stufe ist gefühlt nah dran an, also wenn ich die Konkurrenz dagegen halte, würde ich sagen, also da gibt es auch schon einige in der Ortslage sicherlich, die es schwer haben dürften, an das Entry-Level ranzukommen. Genauso ist es, wenn ich mir die Ortslagen von denen anschaue, das ist bei manchen schon das erste Gewächs. Der diesjährige Steinacker-Spätburgunder ist absolut überragend, wie ich finde. Da stricken manche schon sehr, sehr schwer nur ein großes Gewächs draus. Also ich würde sagen, das ist ein Radetzky-Marsch in diesem Jahr. Und nicht umsonst wurde der in der Rotweinkollektion des Jahres im Eichelmann bewertet. Also das ist für mich absolut nachvollziehbar. Und das deckt sich 100% mit meiner Meinung. Das ist großes deutsches Rotweinkino. Großartiger Jahrgang, Chapeau. Und wir reden hier trotzdem noch nur über das Entry-Level. Also, ich bin gespannt. Ne? Ihr kriegt den Wein natürlich selbstverständlich wie immer auch bei mir in Stuttgart. Weihnachten steht vor der Tür. Das passt auch perfekt zu einem schönen Braten. Und kann man auch gerne einfach nur so, wie ich das jetzt mache, nur so trinken ohne was dazu. Passt hervorragend. Großartiger Wein, extrem fair bepreist. Das ist großes deutsches Burgunderkino. Vielen Dank. Schönen Abend.